Also wir Katholiken haben ja eine klare Regel, wir beten nicht Heilige an, ja, sondern wir verehren Heilige. Das war schon das zweite Konzil von Nicäa 787, was eine klare begriffliche Unterscheidung gebracht hat. Also Heilige werden verehrt, Gott selbst in seiner Substanz wird angebetet, was dann natürlich auch auf die Eucharistie jetzt eben gilt. Also wenn wir Heilige verehren, dann heißt es nicht, dass wir jetzt die Heilige als Menschen, als Personen verehren, sondern wir beten eigentlich auch die Gnade Gottes in ihnen an, die in ihnen gewirkt hat, weil sie frei mitgearbeitet haben mit ihr. Aber jetzt eben, dann nennen wir es nicht Anbetung, sondern Verehrung. Und das dürfen wir, weil sie sich eben ganz auf Christus bezieht. Kein Heiliger wäre heilig ohne Christus.